einfach 4 Jahre, 2 am Morgen. So krass. Einfach über 350 Sendungen, Sketches, Parodien, Podcasts. Wir hatten sogar eine eigene Teletext-Seite. Ja, Mann. Also ich habe gesagt, wir haben so ziemlich alles gemacht, was wir machen können. Mhm. Nein, nicht ganz. Wegen? Also, das schenke ich. Und genau zu fehlen uns noch 6 Punkte zum Abstrichen. 6? Also sag was zum Beispiel? Also ich würde sagen, als nächstes klären wir endlich die wichtigste Debatte von der Jugend in der Arena. Ach stimmt, ja. Ah, so geil. Aber also Ramin, fängt das nicht in einer Stunde an? Na, Arena. Fuck, Mann. Fast Food ist bei der Jugend in aller Munde. Das oberste auf ihrer Ernährungspyramide, BK und Mac. Zwei Fastfood-Ketten, die Geister scheiden lassen, seit ewigen Zeiten. Aber was und wer ist wirklich besser? Über das müssen wir reden. Die Arena, moderiert von Sandro Protz. Vielen Dank. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen, werte Gäste. Und schön sind auch Sie da, geschätztes Publikum. Robin Pickers, auf der Seite von Mac, ein wahrer Experte, weil er sich praktisch jede freie Minute mit Essen beschäftigt und das natürlich dann auch isst. Was geht Ihnen vor, wenn Sie hören, BK ist bedeutend besser als Mac? Die Aussage, das ist natürlich ein direkter Angriff auf das Solidaritätsprinzip der SFP. Und zu sagen, Herr Yusuf sei BK ist besser als Mac, also sorry, das treibt einfach die bereits vorhandene Spalte in der Gesellschaft nur weiter voran. Und Herr Protz, das macht mich einfach traurig. Traurig? Traurig auf dieser Seite, Ramin Yusuf sei auf Ihrer Seite. Was herrscht da vor? Oder ich tue es mal ein bisschen provozierend formulieren. Mac ist einfach besser als BK. Ja, Herr Protz, also ich mache seit 4 Jahren Comedy, das ist ziemlich erfolgreich. Und ich muss aber sagen, der Witz ist der beste, den ich je gehört habe. Nein, also wenn wir ehrlich sind, BK hat die besseren Pommes, Herr Pickis, das wissen Sie. BK hat das grössere Angebot für VegetarierInnen, was mich in dem Sinne nicht gross interessiert. Aber schlussendlich haben wir auch den viel besseren Geschmack. Geschmack ist ein gutes und richtiges Stichwort, weil in letzter Zeit wird vermehrt zu dem da gegriffen. Zu sogenanntem Grillspray, wo dann die Grillwaren noch rauchiger machen. Gibt es Meinungen zu dem? Das braucht nur Anfänger und ist zudem einfach fake. Herr Pickers, genau so Aussagen finde ich jetzt wirklich problematisch. Das können Sie doch da nicht machen. Wir wissen beide, alles andere als Grillspray ist nicht mehr zeitgemäß. Außerdem sieht das Ganze dann nicht mehr so scheiße aus. Aber da muss ich Ihnen wahrscheinlich nicht mehr viel sagen. Wenn ich Sie anschaue, dann kennen Sie sich mit scheiße aus, sehen sehr gut aus. Ich sehe scheiße aus. Ja, also, ich wollte nur sagen, mit dem Fett in diesen Haaren könnte ich mindestens 2 Burger braten. Also, Herr Protz, geht es um den Geschmack oder darum, dass ich seit 2 Wochen nicht mehr getuscht habe? Ja, können wir bitte beim Thema bleiben. Und darf ich noch ganz schnell etwas zum Geschmack sagen? Weil Herr Yusuf sagt, geben Sie doch einfach zu, Chicken Nuggets im BK sind einfach scheiße. Das ist ja wohl die grösste Affikerei, wie soll ich sagen? Ja, wie wäre es, wenn Sie mir einfach mal recht geben würden? Wie wäre es, wenn Sie einfach mal Ihre Fresse haben? Moment. Fressen ist ein gutes Stichwort. Wir gehen nachfragen. Eine Reihe hinter mir ist der Wuschu. Guten Abend, herzlich willkommen. Schön sind Sie da. Jemand, der sich schon durch das Sortiment von beiden Fastfood-Ketten durchgefressen hat. Was ist Ihre Meinung in dieser Debatte? Ich verstehe, das stimmt einfach gar nicht. Das ist FB1 nur geil. Das heisst, Sie lassen sich nicht auf den Test raus? Nein, ich FB1 gern. Und das ist meine ehrliche Meinung. Punkt. Und Geschmack ist King und dem leben nicht. Geschmack ist das richtige Stichwort. Das geht doch um den persönlichen Geschmack am Schluss, oder? Ja, absolut, ja. Ja, würde ich auch sagen. Und
Geschmack ist King. Der King ist das Volk hat Recht und darum liebt das Volk BK. Hey, preach, Bro. Die offizielle Sendezeit ist durch. Ich bin froh und dankbar, dass wir uns einig geworden sind. BK schlägt Mac um Längen. Gute Nacht aus dem Studio 8 und mit Burger zum Snacken. Hey, eigentlich finde ich beide scheiße. Ja, wenn ich verloren hätte, hätte ich das auch gesagt. Nein, aber du kennst einfach so ungesundes Zeug in sich nicht. Ja, ja. Also, was können wir noch machen, wenn wir gerade in der SRF-Studio sind? Benissimo Parodie. Ah. Aber wie machen wir das? Ich habe eine Idee, komm. Ja, danke. Danke vielmals. Danke schön. Schön sind Sie da. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zu Beschissimo! Okay, das ist wirklich geil. Geil, ist lustig. Ja, das ist geil. Und das Logo habe ich auch noch gemacht. Und jetzt, also was machst du noch? Keine Ahnung, dann würde ich irgendwie so beschissene Preise verteilen oder so. Oh. Also du machst einfach die Sendung nachher? Ja, in dem Sinne schon. Ja, gut. Wenn du jetzt einfach den Namen parodierst, dann bring ich jetzt auch noch einen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mal wieder soweit. Herzlich willkommen zu «Einen gegen Hund». Wow! Ja, komm jetzt, Wortspiel. Ja, es war so okay jetzt. Ja, du hast vorher auch eins gemacht. Ja, 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 das stimmt. Aber darf ich wenigstens den Hund noch einmal streicheln? Nein, komm, wir haben noch genug zu tun. Wir dürfen etwas machen. Und zwar machen wir etwas viel Wichtigeres. Etwas, das wir seit 4 Jahren versuchen. Den Roger Federer in einem Video von 2 am Morgen zu haben. Und wie es der Zufall so wollte, haben wir das Interview von ihm auf der Lanzerheide gesehen. Okay, jetzt ist es 14 Jahre später, bin ich eigentlich immer noch nicht auf der Ski gewesen. Merka-Fahrt, alle Kinder sind momentan auch am Fahren. Dann gehen sie nachher dann abholen. Und, Der Federer ist also in der Lenze. Das ist nur ein Stündchen von uns entfernt. Die perfekte Möglichkeit also, um ihm ein Psychchen abzustatten und es noch ein letztes Mal zu versuchen. Wahrscheinlich sieht das als SRF-Fan und denkt, oh nein, 2 am Morgen wieder. Es ist da. Irgendwo dort oben. Ah, dort oben sehe ich glaube die Terrasse. Es ist der letzte. Also nach dem gibt es wie nichts mehr. Also, es ist wie so, was wollen wir denn noch machen? Ja, ich glaube, nach dem haben wir wie so genug versucht, um ihn bei uns ins Video zu bringen. Dann sind wir irgendwie auch niemandem etwas schuldig. Und wenn es dann nicht geht, dann geht es halt nicht. Aber weißt du, Rami, checkst du, dass wir jetzt gerade auf Umi gerade sind und was wir machen? Ja. Wenn wir die einfach hier oben herhängen. Ich glaube, das ist Plan B. Ich habe das Gefühl, das ist das Plausibelste, was könnte passieren, dass er zurückkommt vom Skifahren, beziehungsweise seine Kinder sind Ski gefahren, er hat sie abgeholt, kommt zurück. Vielleicht lässt er das Fenster runter, können wir kurz mit ihm reden. Ich glaube, das ist das Plausibelste. Okay. Leg noch da dein Spionage. Was machst du? Echt? Hey. Nein, das ist kein Hackerangriff. Mehr als die Aufnahmen darf man leider nicht zeigen. Weil ein Tag nach diesen Aufnahmen ist zwar endlich das passiert, wo wir seit 4 Jahren darauf gewartet haben, nämlich dass das Management von Federer sich bei uns gemeldet hat, aber die Freude ist uns im Hals stecken geblieben. Die Anweisung war klar, jegliche Aufnahmen dürfen nicht gezeigt werden. Und somit haben wir zum Schluss von unserer 2 am Morgen-Zeit eine Antwort vom Federer bekommen. Eine klare Absage. Du hast gewonnen, Roger. Tschüss. Also können wir nicht irgendwie mit ihm schnell reden oder so? Nein. Könnte man mit ihm spielen? Nein. Und irgendwie so ein Selfie oder so wenigstens? Nein. Könnten wir ihn kurz anlangen? Nein. Und wenigstens auf ihn draufhocken oder so? Hey, nein. Los, wir müssen einfach etwas mit Nashörner machen. Yep, ihr habt richtig gehört. Jetzt fragt ihr euch sicher, wieso wir unbedingt etwas mit Nashörner machen wollen.
Ein Zweier-Mörgeler mit dem Decknamen Gunnar Stahl hat scheint nur einen Wunsch in seinem ganzen Leben. Dass wir etwas mit Nashörnern machen. 3 Jahre und 31 Kommentare von ihm später, wenn wir ihm diesen Wunsch jetzt endlich erfüllen. Ja, so einfach etwas. Ja, einfach, wir müssen einfach irgendetwas mit Nashörnern mal machen. Ja, so also, irgendetwas kommt mir da schon in den Sinn. Boah, das ist ein hure fetter Haufen. Ey. Jonas, können wir nicht irgendetwas anderes machen? Das ist wirklich wie Jurassic Park. Ja. Ja, zwei. Alright. Yeah. 1769 Kilo. Kimba geht auf die Savanne. Verstanden. Riesen Booty. Oh Mann. Wollen wir nachher mal etwas essen? Ja. Und ich weiß auch schon was. Voilà. Hallo. Hey, merci. Wie geht's? Sehr gut, danke. Schön, sind Sie hier. Hey, ja, ich bin auch mit Bier gekommen. Ne? Ja, danke sehr. Ja, die sind schon geöffnet. Merci vielmals. Hey, sieht wunderschön aus. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Willkommen. Ja, ja. Danke. Super. Sind wir gespannt, ja? Bon Appetit. Bon Appetit. Was ist Ihr Verdikt zum Kräftespiel? Perfekt. Ab jetzt jede Woche, ist machbar. Ja, ja, Sie trinken. Ja, wir lassen Sie auch noch essen. Ja, sonst ja, darf ich auch noch essen? Ja, ja, natürlich. Ja. Jetzt habe ich da die Checkliste. Checklist. Das haben wir alles schon jetzt gemacht. Ah ja? Und jetzt, was noch fehlt, Köftespieß mit Alain Berset. Oh ja, yes. Können wir jetzt abhaken. Okay. So. Gut. Ich habe jetzt aber eine Frage. Skispringe. Mhm. Wirklich, wer hat das gemacht? Er. Was habe ich gemacht? Skispringe. Ja. Was für auf dem 50 Meter. Auf der 50 Meter. Das ist sehr gefährlich, nicht? Ja. Herr Berset, die Frage ist ein bisschen komisch, weil Sie haben ja alle zwei Morgensendungen schon gesehen, oder? Ja, ja, und ich hätte das auch wissen müssen. Ja, 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 es ist selbstverständlich. Wenn wir schon so weit sind, ich habe auch meine To-Do-List. Ne? Ah? Ja, ja, ich habe auch eine. Wo waren wir heute? Ja. Ja, Köftespieß mit Ramin und Robin. Ja. Ist mal gemacht, oder? Perfekt. Ja. Fertig. Ja. Gemacht. Und Altglas entsorgen und wir noch warten. Ne? Okay. Ja, jetzt haben wir noch eine Frage. Können wir mit Ihnen auf ein Duzi sagen? Machen wir es. Okay. So, Alain. Alain, Robin. Robin. Ramin. Freut mich. Freut mich. Danke. So. Zum Wohl. Zum Wohl und alles Gute. So, und jetzt? Alles abgehackt. Was passiert noch? Ja, also es bleibt uns eigentlich nur noch zu feiern. Wir haben eine Party organisiert. Bin ich nicht eingeladen? Alain, ja. Hey, also es war schön. Ja, war so wirklich cool. Danke dir, Alain. Ich werde alles abräumen, kein Problem. Okay. Danke dir. Okay, hey, aber einen schönen Abend noch. Ja, okay. Ja, ciao. Gut. Danke. Ciao. Tschüss, Alain. Hey Sami, sorry schnell. Kannst du Ding spielen? Bleiben Sie zu Hause. Was für 2 Uhr morgens? Nein, nein.
und auf die geilsten 4 Jahre. Come vorbei mit deinem Skoda.